Besonderer Termin. Dann heiratet Lee Fryer seine Kanga. Die Katze ist aus dem Sack. Noch vor 2 Jahren suchte Leonard Fryer, 33, als Bachelor im TV seine große Liebe, doch seit einigen Monaten ist die Suche nun offiziell beendet. Der Ex-Rosenkavalier hat mit Kauna, der Mutter seiner Tochter, sein Glück wiedergefunden. Im Pariser Disneyland stellte er seiner Liebsten nun sogar die Frage aller Fragen und schon im Sommer dieses Jahres wird geheiratet. Den genauen Termin gab das Paar jetzt sogar überraschend preis. Wie Bunte berichtet, werden sich die beiden am 7. Juni im Schloss Vulkow nahe Berlin das Ja-Wort geben. Das Datum wurde allerdings nicht willkürlich gewählt, sondern hat eine bestimmte Bedeutung. Das Datum ist ein ganz besonderes für uns. Vor einigen Jahren habe ich am 7. Juni versprochen, sie irgendwann zu heiraten, schwärmte Lee und hielt fest, jetzt ist es soweit. Nun müssen sich die Turteltauben aber sputen. Denn für die Prinzessinnenhochzeit muss noch einiges geplant werden. Für die Einladungen ließen sich die Turteltauben etwas ganz Besonderes einfallen. Anstatt schnöde Karten gab's die Einladung in Form eines Lollis, wie die Instagram-Story von Denise Temlitz enthüllte. Sie und ihr Liebster Pascal Kaps fanden die Idee so originell, dass sie die Fans gleich via Social Media daran teilhaben ließen.